Ja, und noch irgend so eine lila. Ja, Ghost. Jo, da ist er weg. Das freut mich ja. Muss ich seine Stimme nicht mehr hören. Oh. Ich hatte Du gerade meine warst. Logen verlegt wieder. Ja, du warst mal wieder weg. Ich hatte gerade, Alter, mein Inventar ist schon wieder voll. Ja. Ich habe eine Taumium-Ex. Alter, ich habe auch einen Spawner gefunden und ich kann den nicht ausleuchten. Verdammt. Oh God Gott, oh damn. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, zu viele Zombies. Oh Gott. Viel zu viele Zombies, viel zu viele Zombies. Level 20. Oh, hier ist voll viel Kohle, Alter. Alter. Ich glaube, wir werden keinen Kohlemangel mehr haben. Scheiße. Oh Gott, da ist ein Spawner, aber ich kann den nicht ausleuchten, weil ich nichts dabei habe. Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh. Eineinhalb Herzen, anderthalb Herzen, anderthalb Herzen. Weg, 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 weg. Verbauen, verbauen, zu bauen, zu bauen, zu bauen, zu bauen. Was ist dieses Taumium da? Taumium? Nimm mit. Ja, klar, habe ich Da, da. das ist, kriegst du mit Verzauberung, aber erst recht spät bei Verzauberung eigentlich so. Was ist das denn, die Taumium-Axt? Taumium-Axt ist halt, Taumium ist ein ganz normaler Rohstoff an sich, den du aber durch Zaubern bekommst. Okay. Dann nehmen wir mal das. Und meine Spitzhacke. Ne, ich habe noch eine dabei. Glück. Dieser scheiß Zombie-Spawner allein und ich kann ihn echt nicht ausleuchten, das kotzt mich gerade übel an. Ich selber nicht. Ich mach mal eben was. Versteck mal hier eben. Ich auch nicht. So, der geht dahin. Guck mal hier. Und wir nehmen eben den Lava-Eimer und leuchten das da hinten einmal aus mit Lava. Oh mein Gott. Ich bin erschrocken, ey. Das ist Spinne, auf einmal vibriert meine Maus irgendwie, weil mein Handy vibriert. Ich höre eine Spinne, Alter. Ich höre Spinnen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh Gott, hier ist ein Spinnenspawner, glaube ich. Also die Skelette machen sich da hinten gerade gegenseitig fertig, das ist ganz gut. Wow, da backt dich in der Wand fest. Was ein Scheiß. Irgendwas ein Spinnenspawner. Ey, wieso spawnt ihr neu? Ich hab hier doch gerade Lava hingesetzt. Das muss eigentlich auch gelöscht sein hier. Scheiße, okay, wir setzen diese Lava mal direkt hier hin. Ich hab keine Ahnung, ob das hilft, dass wenn man da Lava hinsetzt, dass sie dann vielleicht nicht spawnen. Ich hab eine Drohne gefunden. Eine verzauberte Drohne irgendwie. Keine Ahnung. Eine Drohne? Ja, das ist. Aufführungsfeuer, weißt du? Nee, Ach so. Eine Drohne, das ist, du kennst Bienen, ne? Die Bienendrohnen, meine ich. Nö. Noch nie davon gehört. Meinst du das jetzt ernst, oder? Ja. Die Biene. Bienen. Die ganz normalen Bienen, ja? Ja. Es gibt die Königin, die, keine Ahnung, die das alles heranschaffen, und die Drohnen. Ach, die nennen sich Drohnen. Ja, durch die Drohnen kriegt die. Also, die Drohnen werden von der Königin gefickt und dann werden sie umgebracht. Danach. Gewasst? Gefickt. Dass sie ihre Okay. Eier legen kann am Ende. Zombie. Du weißt, dass manche Zuschauer hier vielleicht gerade mal 8 Jahre alt sind. Ja, passiert. Damit muss man leben, ne? Guck mal, so ist der Und Kindes drauf, ich ne? meine, selbst die wissen diesen Begriff bestimmt inzwischen schon. Die Komm. ist es bestimmt alltäglich. Wow, was spawnt ihr denn ein Skelett? Ein Skelett alleine schon. Das ist ein Zombie-Spawner, aber spawnt ein Skelett. Hahaha. Was spawnt da denn ein Zombie, ey? Oh. Ich setze da auch nochmal Lava eben hin. Lalala, holen wir noch eben Lava. Und da liegt eine Eisenschaufel. Ich habe sie gesehen, aber ich kann da leider momentan nichts machen. Weil ich muss mehr Lava holen.
Und dann geht's runter. Das ist natürlich suboptimal. Ach, wieder zurück. Naja, tschüss. Hier ist nichts. So, jetzt muss es aber genug ausgeleuchtet sein. Wenn man improvisorisch statt Fackeln Lava benutzt. Alter, ich habe schon wieder 44 Level. Ich habe Angst, oder? Irgendwie, ich steppe immer bei ungefähr 44 Level. Ich steppe immer, ja, ich bin ja wieder mal der Typ, der in den Höhlen rumläuft. Der Höhlen. Ich laufe ja auch gerade in den Höhlen rum. Oh. Okay. Komm, den Schad lassen wir eben auch nochmal hier. Ich habe es mir markiert. Das verrottete Fleisch brauche ich auch gerade nicht. Oh, da ist der Kühlgust endgültig weg, ganz komplett. So, die können auch mal hier bleiben. Oh mein Gott. My goodness. Eine Music Disc habe ich bekommen. Eine Music Disc. C400 Melui. Und jetzt bin ich mir überlegen, soll ich noch einen Sattel mitnehmen? Na egal, gibt sowieso noch nicht. Brad. Noch eine Music Disc, aber die haben wir schon gerade eingesammelt. Dann nehmen wir die 14 noch mit. 10 braucht man ja. Irgendwo hier höre ich doch eine Spinne. Es hört sich auch sehr stark nach. Ey, ich habe keine Rüstung dabei. Soll ich da jetzt rein oder soll ich da nicht rein? Wo denn? Da sind Höhlenspinnen. Also ich gebe dir nur den kleinen Tipp, lass es lieber. Okay. Dann verpiss ich mich. Oh, ist eine Truhe. Ey, eine Bronze-Pickaxe habe ich. Oh, nun somit ist ganz okay. Scheiße, ich habe so viel Zeug auf der Hand. Oh, ich sehe Marble, heißt, ich bin bald wieder oben. Marble ist immer so der Anzeichen für recht nah unter der Oberfläche eigentlich so. Ja, nee, doch nicht. Ich bin bei 26 eigentlich. Jo, Ohre, was ist denn das? Was? Irgendwas Neues. Wie heißt das? Weiß ich nicht. Das ist das. Nee. Ferrosohr oder so ähnlich heißt das? Ach, ich habe Uranium gefunden. Ah, ja, brauchen wir eigentlich nicht so. Ich meine, wir haben ja keinen Atomreaktor oder sonstigen Kack. Irgendwie leckt der Server bei mir. Die Steine bleiben gerne mal stehen inzwischen. Alter. Bauen ich dann erst später ab. Oh oh, oh oh, oh oh, da sind noch mehr Wildspinnen. Alter, ich will Zombies hier auf der Karte gerade angezeigt werden. Ich möchte wieder nach Hause. Ach, guck mal, was kann das sein? Oh, das Höhlengeräusch. Das ist ein Geräusch, das ich nicht so gerne mag. So, ich geh jetzt wieder nach Hause. Ja, ich bin jetzt auch. Ach, verdammt, da rennt man. Ich will jetzt auch wieder nach Hause. Ich bin auch auf dem Weg. Zwischendurch nehme ich aber nur noch jetzt Saphire und so einen Kram mit. Aua! Oh, man springt runter und was findet man? Ruin. Ach, guck mal, da wollte ich gar nicht gelaufen. Noch mehr Saphir. Noch mehr Rubin. Und ich laufe wieder weiter unten, weißt du? Ich will hoch und laufe immer weiter nach unten rein. Soll ich dir mal gleich die Mine zeigen? Kannst du machen. Oh. Ja, da habe ich mir nirgendwo Fackeln gesetzt, deswegen weiß ich nicht, wie ich nach Hause komme. Ich folge mal eben Wasser. Wo Wasser ist, kann nie falsch sein. Fackeln! Ich sehe Fackeln! Ich sehe Fackeln. Das kann nicht falsch sein, wenn ich Fackeln sehe. Und ich sehe Cool Ghost. Echt? Ich sehe dich. Du bist genau unter unserem Haus. Ja? Also genau unter unserem Feld gerade ungefähr. Ja, oh lol. Mein Gott. Dann folge ich den Fackeln mal annähernd irgendwie. Vielleicht komme ich ja nach draußen. Mein Minecraft-Schock wieder rum. Scheiße, ich muss es wieder neu starten. Ich folge mal eben den Fackeln. Mal schauen, wo ich da hinkomme. Yeah. Yeah. Und? Das sieht gut aus. Ich sehe immer mehr Fackeln. Hier drinnen wird es hell. Dann sehe ich Fackeln. Und ich sehe Wasser. Also wirklich jetzt
so Wasser, was von draußen kommt. Oh Gott, und ein Skelett, das mich abschießt. Never! Never, habe ich gesagt. Wenn du mich noch einmal triffst, dann bin ich... Ja. Wird es schwieriger zu überleben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schwimm schneller. Schwimm schneller, du Tier. Ich hab's geschafft. Easy. Ich wieder schreien. Voll easy. Ich war gerade, ich hab doch die richtige Adresse gegeben. Jetzt muss ich mich wirklich rein. So. Oh, der Server hat auch gerade voll die schlechte Verbindung bei mir. Ja? Ja. Du hast gerade voll die schlechte Verbindung, Alter. Du hast einen Balken hast du. Den hab ich voll. Du hast bei mir einen einzigen Balken. Einen von weiß ich nicht wie vielen. 50.000, so sieht's aus. Ja, aber ich kann was runterladen. Jetzt war's wieder voll. Hallo. Hallo. Vor dir muss ich lieber untertauchen, ey. Vor dir tauche ich lieber. Ey, da ist ein Eisenhelm. Was, ich? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Sag mal, ich weiß doch, wo was ich auf dem Kopf hab, Alter. Ein Eisenhelm. Nein. Doch. Leute, ist das ein Eisenhelm? Guckt euch ja, den Namen an. Das ist eben ein anderer Helm. Das ist aber kein Eisenhelm, oder? Das sieht aber bei mir aus wie ein Eisenhelm. Es ist aber ein Steelhelm. Helmet. Toll. Ja, finde ich auch. Ist viel toller. Mein Kopf an. So. Hier vorne haben wir Zinn, nochmal Silber, nochmal Eisen. Das kommt da rein, das ist gut. Alter, ich habe Rubin. Achso, da sind die ganzen Ohren drin, okay. Ich habe mal eben 24 Rubin, 23 Saphire und 19 Green Saphir gefunden. Alter. Also. Hopp, hopp, hopp. Jetzt können wir wieder ein paar Spitzhacken machen. So. Die Drohne, keine Ahnung, die packe ich mal. Sorry. Die Drohne packe ich mal erstmal hier drunter. Das ist irgendwie eine verzauberte, eine Steadfast-Drohne. Keine Ahnung, was die mir hilft. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, ihr kleinen Bienen. Ihr kleinen Imker, nennt man sowas. Imker, ne? Ihr Imker, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Was bringt denn eigentlich diese Bronze-Pickaxe? Das ist eine ganz normale Spitzhacke, nur aus Bronze halt. Wie lange hält die denn durch? Weiß ich doch nicht. Aber... wo soll ich denn das Portal hinstellen? Also irgendwie im Nebenraum oder so. In einen Raum? Ich würde es draußen irgendwo hinstellen, so an sich. Außen? Nicht? Weiß ich nicht. Wie baut man denn nochmal ein Feuerzeug? Irgendein Zaun hier. Baut man ein Feuerzeug nicht mit einem Cobblestone und einem Eisen? Nee, ich glaube mit einem Feuerstein. Scheiße, stimmt. Haben wir Feuerstein? Ich muss so gucken, das weiß ich nicht. Doch, wir müssen richtig viele haben irgendwo. Haben wir nicht. Feuerstein haben wir in unserem privaten Bild. Guck mal, das meine ich nämlich. Du bringst nämlich jetzt hier die Welt. Nee, wir haben echt irgendwo auch ganz viele Feuersteine, Alter. Ich weiß es noch. Nein. Ich weiß nur nicht wo. Gerade jede Truhe durch, aber leider nirgendwo. So, also hier unten im Lager bin ich alle durchgegangen, wo annähernd was drin ist. Wollen wir mal pennen gehen? Jetzt hänge ich dir. Okay, jetzt muss ich. Dann wäre die Folge schon wieder vorbei, ne? Weißt du eigentlich, wie die drin, ne? Wie gesagt, ich cutte die am Ende einfach, weil ist so. Ich muss eben schauen, wo Feuerstein ist. Was hast du denn da eine Reise drauf, meine Freunde? Nee. Was ist denn das? Shiny Ingot. Hey. Meinst du, ne? Du meinst den Shiny Ingot, den hellblauen? Dieses komische blaue Zeug, was ist das? Ich hab keine Ahnung, das ist Shiny Ingot, aber ich hab keine Ahnung, was man damit macht. Nein, Blue Wool Cover. Ach so, ja, das ist das, was ich da draußen benutzt hab für unser Dach. Gut. Könntest du es bitte wieder reinlegen? Das, ja, das hast du gerade reingesetzt, das gibt's nicht. Lol. So, Protection, wie ist das? Nee, lass das.
Was ist Shiny Ingrid? Keine Ahnung. Das ist bestimmt radioaktiv. Du hast es wieder weggemacht. Ja, weil das hässlich ist. Du bist auch hässlich. Das tut jetzt nichts zur Sache. So, aber ich stelle den jetzt draußen unter im Wasser hin, ja? Unter Wasser? Ja. Weil falls die Zombies uns folgen, dann sterben die gleich unter Wasser. Okay. Das war ein Spaß. Ja, ist das besser. Lass gucken, was dieser Axt bringt. Ich stell den mal hier unten irgendwo hin, aber ich habe Kies mitgenommen. Mal schauen, wie viel Feuerstein ich da gleich rausbekomme. Diese verzauberte Axt bringt gar nichts. Nein, ich habe das Wasser am Ende vergessen wieder mitzunehmen. Nein! Die verzauberte Axt bringt gar nichts, ey. Puh. Welche verzauberte Axt? Ein Taumium-Axt da. Ja, die ist ja nicht verzaubert. Das ist eine, die du aus der Zauberei bekommst. So. Die bekommst du, wenn du Zauberei erforscht und alles. Wenn du die Zauberei erforscht und alles, dann bekommst du die. So. Oh mein Gott, mein Minecraft. Ich sag dazu jetzt nichts. Da setzt das Teil jetzt hin. Aber ich baue nur die Maximum-Anforderung oder Minimum-Anforderung, nennt man sowas. Nein, scheiße, mir fehlt eins. Nein! Ein einziger fehlt hier. Ja, fuck. Oh, du Idiot, ey. Ich hab mit 9 gerechnet. Scheiße, das kostet 10. Fuck you. Okay, Leute, nochmal eben unten in die Höhle des Löwen. In die Höhle des Löwen. Okay. Aber wir machen das jetzt ein bisschen einfacher uns. Nein, dieses Mal vergesse ich das Wasser nicht. Autsch, das tat weh. Oh, da unten habe ich noch so viel stehen lassen. Schon wieder. Connector. Ach, hier komme ich raus. Oh, Mensch. Ja, und am Ende. Okay.